Es war lange ziemlich ruhig um die Verfilmung von Metal Gear Solid, doch nun nimmt das Projekt wieder Fahrt auf. Der Film hat endlich seinen Hauptdarsteller gefunden und so soll Oscar Isaac in die Rolle des Agenten Solid Snake schlüpfen. Der Schauspieler ist unter anderem als Poe Dameron aus der neuen Star Wars Trilogie bekannt. Als Regisseur ist Jordan Vogt Roberts von Sony bereits vor einiger Zeit mit der Live-Action-Umsetzung der ikonischen Videospielreihe von Hideo Kojima betraut worden. Das passende Skript steuern Jay Basu und Derek Connolly in enger Zusammenarbeit mit Metal Gear Solid-Schöpfer Kojima bei. Da Oscar Isaac derzeit noch an einigen anderen Projekten beteiligt ist, dürfte sich die Produktion noch einige Zeit hinziehen. Unklar ist auch, wo die Adaption ansetzen und die Geschichte Solid Snakes erzählen wird. Zum ersten Mal trat der kultige Söldner 1998 exklusiv auf der PlayStation in Aktion. Inzwischen umfasst die Metal Gear Solid-Reihe 5 Main-Titel und diverse Ableger. Im Februar 2021 kommt mit The Kingsman: The Beginning bereits der dritte Film aus dem Kingsman-Franchise von Regisseur und Autor Matthew Vaughn. Allerdings soll es nicht bei den drei Filmen bleiben, denn wie CEO Ziggy Kamatha der Filmproduktionsgesellschaft Mary erzählte, arbeitet Vaughn an 7 weiteren Kingsman-Filmen. Zudem ist nach wie vor eine Serienarbeit. Details darüber, in welche Richtung das Franchise wachsen soll und wann mit den Filmen zu rechnen ist, gibt es noch nicht. Kingsman 3 sowie ein Statesman-Spin-Off über die amerikanische Kingsman-Fraktion, die wir bereits in Kingsman 2 The Golden Circle kennenlernten, wurden schon vor einiger Zeit angekündigt. Erst einmal geht's ohnehin mit dem Prequel The Kingsman: The Beginning weiter, welches am 11. Februar 2021 in die Kinos kommen soll. Der Teil soll dann die Vorgeschichte des britischen Geheimdienstes genauer beleuchten, noch bevor Harry und Exy überhaupt geboren waren. Der Film soll im Ersten Weltkrieg spielen und damit deutlich vor den beiden bisherigen Teilen. Im Rahmen der Comic-Con Experience in Brasilien, die vergangenes Wochenende stattfand, sprachen Joe und Anthony Russo ausführlich über ihren Netflix-Actionfilm Tyler Rake Extraction. So hat Joe Russo, Autor des ersten Teils, offenbart, dass er und sein Bruder Anthony nicht nur an der Fortsetzung arbeiten, die im nächsten Jahr in Produktion gehen soll, sondern gleich an einem ganzen Filmuniversum. Das klingt also ganz danach, als würde Tyler Rake Extraction in eine Richtung gehen, die den Russo-Brüdern bereits aus dem MCU vertraut ist. Viele eigenständige, aber trotzdem miteinander verbundene Filme. Joe Russo gab auch gleich ein Beispiel, denn wenn sich Fans für David Harbours Figur interessieren, könnte man eventuell in einem kommenden Extraction-Film mehr darüber erfahren. Harbour spielte im ersten Teil einen ehemaligen Söldnerkollegen von Tyler Rake und in einem kommenden Film könnte ihre gemeinsame Vergangenheit ausführlich gezeigt werden. Vermutlich wird Tyler Rake nur ein Charakter in der neuen Welt sein, sodass wir neben Chris Hemsworth noch weitere Topstars in Action zu sehen bekommen könnten. Ein Zeitplan für den nächsten Film gibt es noch nicht, aber Joe Russo wird wieder am Drehbuch für die Fortsetzung beteiligt sein und als Regisseur wird vermutlich Sam Hargrave zurückkehren. Derzeit geht es Schlag auf Schlag bei Marvel, genauer gesagt bei Spider-Man 3. Denn so langsam wird es zu einem echten Mammutprojekt. Erst wurde bekannt, dass Jamie Foxx als Electro mit dabei sein wird. Nun berichten sowohl der Collider als auch der Hollywood Reporter, dass Alfred Molina als Dr. Octopus und Andrew Garfield als Spider-Man zurückkehren werden. Wie der Collider ebenfalls berichtet, ist Andrew Garfield bereits an Bord, während die Verhandlungen mit Tobey Maguire noch laufen. Auch soll es mit Kirsten Dunst eine weitere Rückkehr aus der Raimi-Ära geben. Die Darstellerin würde erneut als Mary Jane Watson zu sehen sein. Und sollte es die bisher noch angebliche Schwangerschaft zulassen, spielt Emma Stone wie in den beiden The Amazing Spider-Man Filmen wieder Gwen Stacy. Und wenn sowohl der Collider als auch der Hollywood Reporter das schon so ankündigen, dann kann man auch davon ausgehen, dass es nicht mehr lange bis zur offiziellen Bestätigung dauert.
Ebenso gab es noch eine weitere Castingbombe. Charlie Cox soll auch in Spider-Man 3 dabei sein und sein Comeback als Daredevil feiern. Das hat zumindest die Seite Murphy's Multiverse, die sich auf interne Quellen beruft, verkündet. Dazu gab es aber auch noch keine offizielle Bestätigung von Marvel. Spider-Man 3 soll am 16. Dezember 2021 in die deutschen Kinos kommen. Wir werden euch auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten und wenn ihr hierzu und zu allen anderen News nichts verpassen wollt, dürft ihr uns jetzt gerne einmal kostenlos abonnieren. Kommen wir nun zum Schluss zur Disney-Investoren-Konferenz. Da könnten wir jetzt noch weitere 30 Minuten drüber reden. Deshalb haben wir euch das Ganze kurz und knapp nur die wichtigsten Infos rausgesucht, denn es werden sowieso noch extra Videos folgen, in denen wir euch vorstellen, was euch in Zukunft bei Marvel und Star Wars erwartet. Wenn ihr Bock habt auf solche extra Videos, dann könnt ihr uns das ja gerne mit einem Daumen hoch zeigen oder einen Kommentar dalassen. Jetzt legen wir aber erstmal direkt los und starten mit ein paar neuen Serien, die angekündigt wurden. Die angekündigte Percy Jackson-Serie wird definitiv kommen, es wird allerdings noch dauern, bis alles soweit ist und bis sie erscheint. Dann erwartet uns eine Serie zu Die Schöne und das Biest, aber wahrscheinlich ohne Emma Watson, dafür mit Luke Evans und Josh Gad als Gaston und LeFou. Baymax, der Animationsfilm aus dem Jahre 2015, soll ebenfalls eine Serie erhalten. Ebenso soll zu Zoomania eine Spin-off-Serie kommen. Da sollen wir dann einige Figuren aus dem Film wiedersehen. Die Baymax und Zoomania-Serie sollen beide im Laufe des Jahres 2022 erscheinen. Moana, hier in Deutschland auch unter Vaiana bekannt, soll 2023 ebenfalls eine Serie erhalten. Dabei soll es sich aber um eine Fortsetzung des Films handeln. Pixar arbeitet auch noch an einigen Serien, einmal an einer Cars-Serie und außerdem an einer Duck-Serie, dem Hund aus dem Pixar-Film Oben. Natürlich wurde auch zu Star Wars einiges angekündigt, das gehen wir jetzt auch einmal im Schnelldurchlauf durch, da ja, wie eben schon erwähnt, in einiger Zeit noch ein ausführliches Video dazu kommen wird. Der nächste Star Wars Film wird unter dem Titel Rogue Squadron in die Kinos kommen und das unter der Wonder Woman Regisseurin Patty Jenkins. Darin soll die Geschichte einer neuen Generation von Starfighter Piloten erzählt werden. Der Film soll zu Weihnachten 2023 in die Kinos kommen. Der schon länger angekündigte Film von Thor 3 Regisseur Taika Waititi soll weiterhin definitiv kommen, Details gibt es dazu aber nicht. Da das Projekt aber von Patty Jenkins zuerst kommen soll, dürfen wir mit dem Film erst 2025 rechnen. Das war's erstmal zu den Star Wars Filmen, nun kommen wir zu den Serien. Zur kommenden Obi-Wan-Serie wurde einiges Neues verkündet, die unter dem simplen Titel Obi-Wan Kenobi erscheinen wird. Die Miniserie setzt 10 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars Episode 3 Die Rache der Sith ein und handelt von Obi-Wan und wie er mit dem Niedergang der Jedi und dem Verrat seines besten Freundes und Schülers Anakin Skywalker umgeht. Hayden Christensen, der Anakin Skywalker und Darth Vader verkörperte, wird zurückkehren und seine alte Rolle erneut aufnehmen. Nach ihrem lang erwarteten Live-Action-Debüt in The Mandalorian wird Ahsoka Tano ebenfalls eine eigene Serie bekommen. Die ist auch rund um die Ereignisse in The Mandalorian angesetzt und soll davon handeln, wie sie Großadmiral Thrawn sucht. Für die Serie werden wir auch wie bei The Mandalorian Dave Filoni und Jon Favreau verantwortlich sein. Dann soll noch ein weiteres Mandalorian-Spin-Off kommen, wofür ebenfalls Filoni und Favreau verantwortlich sind. Unter dem Titel Rangers of the New Republic soll eine Serie rund um die Gesetzeshüter der gerade im Aufbau befindlichen Neuen Republik kommen, die auch schon in der zweiten Staffel von The Mandalorian angekündigt wurde. Alle drei Serien, also The Mandalorian, Ahsoka Tano und Rangers of the New Republic, sollen dann auf ein gemeinsames großes Crossover-Event zusteuern. Dann soll noch unter dem Titel Lando eine weitere Miniserie zu Lando Calrissian kommen. Zu welcher Zeit die Serie spielt und ob Donald Glover oder Billy Dee Williams für die Rolle zurückkehren werden, ist nicht bekannt. Schon vor langer Zeit angekündigt, hat die Serie um den von Diego Luna gespielten Rebellenspion Cassian Andor nun einen Titel, Andor.
Dabei soll es sich um einen spannenden Spion-Thriller handeln und bereits 2022 auf Disney Plus zu sehen sein. Auch schon länger bekannt ist, dass Leslie Headland eine Star Wars-Serie plant. Unter dem Titel The Acolyte wird ein Mystery-Thriller auf uns zukommen, der die Zuschauer in eine Galaxie voller schattenhafter Geheimnisse und aufkommender Mächte der dunklen Seite in den letzten Tagen der Ära der Hohen Republik entführt. Hierbei handelt es sich um die goldene Ära der Jedi 200 Jahre vor den Ereignissen der Prequel-Trilogie von George Lucas. Zur Animationsserie The Bad Batch wurde ein erster Trailer veröffentlicht. Die Serie ist ja ein Spin-off zu Star Wars The Clone Wars und wird sich um die titelgebende Kloneinheit Bad Batch drehen. Mit Star Wars Visions erwartet uns etwas komplett anderes. Die Serie aus 10 verschiedenen Kurzfilmen im Anime-Stil sollen uns nochmal einen ganz anderen und eigenen Blick auf das Star Wars-Universum geben. Kommen wir nun zu guter Letzt zu Star Wars A Droid Story. Das wird eine weitere Animationsserie sein, in denen laut Ankündigung epischen Abenteuern sehen wir einen neuen Helden, der von den Fanlieblingen R2-D2 und C-3PO begleitet wird. Wechseln wir jetzt noch einmal von Star Wars zu Marvel. Da sind nämlich zu The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision und Loki Trailer veröffentlicht worden. Die haben auch alle nun ihren bestätigten Starttermin auf Disney Plus. Die Trailer haben wir euch einmal unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt kommen wir erstmal zu den Startterminen. WandaVision startet am 15. Januar, The Falcon and the Winter Soldier am 19. März 2021. Loki wird im Mai auf Disney Plus starten. Natürlich wurden auch neue Marvel-Serien angekündigt. So wird mit Armor Wars eine Serie kommen, die Don Cheadle in seiner Rolle als James Rhodes aka War Machine zurückbringt. Adaptiert wird die gleichnamige Comicreihe, weitere Details wurden dazu aber bisher noch nicht veröffentlicht. Mit Samuel L. Jackson als Nick Fury und Ben Mendelsohn als Skrull Talos wird es ebenfalls zu einem Wiedersehen kommen, und zwar in Secret Wars. Auch die Comicfigur Ironheart kommt ins MCU. Im Mittelpunkt von Ironheart steht die Tüftlerin Riri Williams, die Tony Stark nacheifert und sich einen eigenen Anzug baut. Dominic Thorne wird die Hauptrolle spielen. Neben den neu angekündigten Serien gab es auch einige Cast-Ankündigungen. So wird Tim Roth erneut als Abomination in der She-Hulk-Serie zu sehen sein. Ross spielte die Rolle erstmals in The Incredible Hulk, in dem damals noch Edward Norton als Bruce Banner zu sehen war. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen für das Casting Tatjana Maslany bestätigt, die in der Serie die titelgebende Hauptrolle spielen wird. Mark Ruffalo wird auch zu sehen sein. Das kommende Reboot von Fantastic Four hat einen Regisseur gefunden. Kevin Feige gab bekannt, dass John Watts die Regie des Films übernehmen wird. Watts ist in der Marvel-Welt auf jeden Fall bekannt, denn er war bereits für die beiden Spider-Man-Filme mit Tom Holland verantwortlich und arbeitet aktuell auch an dem bisher noch titellosen dritten Teil. Eine weitere Neuigkeit war die Bestätigung von Christian Bale für Thor: Love and Thunder als Bösewicht. Schon länger wurde darüber geredet, aber es gab keine Bestätigung. Das sieht nun anders aus. Denn Kevin Feige enthüllte, dass Bale in dem Film als Gore the God Butcher zu sehen sein wird. Der Kinostart für Thor Love and Thunder ist der 10. Februar 2022. Ant-Man 3 hat nun endlich einen offiziellen Titel. Marvel-Chef Kevin Feige verkündete, dass er den Namen Ant-Man and the Wasp Quantumania tragen wird. Ebenso wurde angekündigt, dass Catherine Newton, bekannt aus Supernatural, als neues Castmitglied mit an Bord ist. Newton soll die Rolle von Scott Langs Tochter Cassie übernehmen. Es wurde allerdings immer noch kein Starttermin bekannt gegeben, die Dreharbeiten sollen im Frühling 2022 beginnen. Nun ist es offiziell, die Rolle des T'Challa im kommenden Black Panther 2 wird nicht neu besetzt. Gespielt wurde diese von dem verstorbenen Chadwick Boseman. Die Fortsetzung soll sich stattdessen mit den anderen Figuren und der reichhaltigen Welt befassen. Für den zweiten Teil ist der 6. Mai 2022 geplant. Für die Fans von Guardians of the Galaxy gab es am Disney Investor Day auch gute Neuigkeiten.
Es wird nämlich 2022 zum dritten Teil gleichzeitig auch ein Guardians of the Galaxy Holiday Special erscheinen. Parallel dazu wird Baby Groot seine eigene Serie I Am Groot exklusiv auf Disney Plus bekommen und jede Menge verrückte Abenteuer erleben. Bei der Serie ist allerdings noch nicht bekannt, wann sie erscheinen wird. Weitere Infos gibt es auch zu Indiana Jones. Im Juli 2022 bekommen wir mit Indiana Jones 5 den letzten Film zum Franchise zu sehen. Das gab Kathleen Kennedy bekannt. Unbekannt ist jedoch, ob wir den Film im Kino zu sehen bekommen oder Disney es in Betracht zieht, den Film vorbehaltlich der Pandemieentwicklung auch direkt bei Disney Plus zu veröffentlichen. Details zur Handlung gab es leider auch nicht, man weiß nur, dass James Mangold die Nachfolge für den Regieposten von Spielberg antritt. Harrison Ford kehrt ein letztes Mal in seiner Rolle als Indiana Jones zurück. Ebenso wurde nun offiziell bestätigt, dass zum Alien-Franchise ebenfalls sich eine Serie in Entwicklung befindet, die in den USA beim Sender FX beheimatet sein soll. Dort liefen bereits Serien wie Sons of Anarchy, The Shield, Legend oder aktuell Mayans MC sowie Fargo. Da FX ebenfalls zu Disney gehört, wird die Serie hier in Europa unter dem neuen Disney Plus Channel Star zu sehen sein, da aber gleich noch mehr zu. Für die Serie will sich Alien-Schöpfer Ridley Scott mit dem Drehbuchautor Noah Hawley zusammentun, der schon für die Serien Fargo und Legend verantwortlich ist. Die Handlung der Serie soll nun wie beim Original in einer recht nahen Zukunft spielen, diesmal allerdings auf der Erde statt auf einem Raumschiff. Hier soll der zeitlose Horror des ersten und die Action des zweiten Teils von Alien zusammengeführt werden. Zurzeit ist noch kein Startdatum bekannt. Kommen wir dann jetzt einmal zu dem neuen Disney Plus Channel Star zu sprechen. Da gab es nämlich auf der Investorenveranstaltung eine sehr interessante Ankündigung, die vor allem die Zukunft von Disney Plus in Europa betrifft. Ab dem 23. Februar 2021 bekommen nämlich mehrere Länder inklusive Deutschland einen neuen Channel. Der Name lautet wie schon gesagt Star und soll Inhalte der Disney-Fernsehsender ABC, FX und Freeform sowie der erst kürzlich hinzugekauften Konkurrenten 20th Century Studios und Searchlight umfassen. Und weil wir dadurch natürlich ein breiteres Angebot geboten bekommen, soll der Preis für Disney Plus von aktuell 6,99 auf 8,99 angehoben werden. Für diese Preiserhöhung wurde noch kein genaues Datum bekannt gegeben, aber vermutlich wird es dann ebenfalls am 23. Februar des kommenden Jahres soweit sein.